Bahn 13, Paar 5, relativ schwer geratet. Auch hier wieder Riesenabstand von Weiß auf Gelb, wie man es hier gerade gut erkennen kann. Für die Damen gibt es auch verschiedene Teeboxen. Eigentliche Schwierigkeit hier ist aber, dass es sich anfühlt, wie durch einen Schlauch spielen zu müssen. Es ist der schwierigste Layup, also der schwierigste zweite Schlag für die Scratch-Spieler. Von Weiß würde ich abraten, das Grün angreifen zu wollen, weil es mit einem Biotop rechts und links gut verteidigt ist. Allerdings der Layup ist hier auch schwer genug. Wenn wir dann Richtung Grün gehen, sehen wir die Fahnenposition vorne rechts, die dankbarste Fahnenposition. Die schwierigste wäre hinten links. Grün hat relativ viel Ondulierung, vor allem wenn die Fahne im hinteren Grünbereich steht.